In der Yu-Gi-Oh!-Serie existiert eine Gruppe an Karten, welche an die Kräfte der ägyptischen Götterkarten ranreichen sollen. Diese wurden vor Ewigkeiten unter der Duellakademie versiegelt und man sagt, dass derjenige, der es schafft, diese zu kontrollieren, auch die ganze Welt kontrollieren wird. Diese drei Karten sind Hamon, Herr des tosenden Donners, Uriah, Herr der reißenden Flammen und Raviel, Herr der Phantome. Das sind die drei heiligen Ungeheuer, welche eine extrem große Rolle im Yu-Gi-Oh! GX-Anime gespielt haben. Und genau wie bei den ägyptischen Götterkarten unterscheiden sich hier halt die Anime-Version von den echten Karten. Also, was genau können die eigentlich? Im Japanischen sind diese Karten auch als die Phantasms oder auch als die Phantome bekannt. Das liegt daran, dass sie eine Art Phantome der ägyptischen Götterkarten darstellen sollen. Das kann man auch sehr gut an den Designs erkennen, welche halt fast genauso wie die Götterkarten, nur halt ein bisschen abgeändert aussehen. Das ist quasi genau die gleiche Situation wie in der Schule, als ihr damals von eurem Kollegen abgeschrieben habt und der gesagt hat, ey, versuch's mal nicht so auffällig zu machen, aber der Lehrer hat gecheckt, dass du abgeschrieben hast. Wichtig ist nur, dass in der Serie niemals wirklich gesagt wurde, dass die drei heiligen Ungeheuer irgendeine Verbindung mit den Götterkarten haben. Trotzdem merkt man das nicht nur durch die extrem ähnlichen Designs, sondern auch durch die Effekte dieser Karten, welche sehr stark an die Götterkarten angelehnt sind. Immerhin hat jede von diesen Karten einen Effekt, welcher den der originalen Götterkarte ähnelt. Hamon ist hierbei das Gegenstück von Ra, Uriah das von Slifer und Raviel natürlich das von Obelisk. Und noch eine weitere Ähnlichkeit zu den Götterkarten ist, dass alle drei Karten im Anime sowohl göttliche Ungeheuer sind, wie auch das göttliche Attribut haben. Genau das gleiche, was auch die drei Götterkarten haben. Allerdings haben diese drei Karten nicht die gleichen Fähigkeiten wie die Götterkarten. Natürlich haben sie im Allgemeinen verschiedene Effekte, aber das Besondere an den Götterkarten waren ja, wie sie mit anderen Karten interagiert haben. In meinem Video zu den Götterkarten selbst habe ich erklärt, dass diese Karten ein göttliches Level im Anime haben. Slifer und Obelisk haben ein Level von 1 und Ra ein Level von 2. Monster brauchen nämlich ein gleiches oder höheres Level, damit dessen Effekte überhaupt auf die Götterkarten wirken. Dadurch konnten zwar die Effekte von Slifer und Obelisk gegenseitig auf sich wirken, aber nicht auf Ra, weil diese ein Level von 2 hat. Zaubereffekte wirken nur eine einzige Runde auf die Götterkarten und sie konnten nicht einfach durch Zauber und Fallenkarten zerstört werden. All diese Vorteile haben die heiligen Ungeheuer nicht, obwohl auch diese göttliche Ungeheuer sind. Das erkennt man zum Beispiel auch beim ersten Auftreten der heiligen Ungeheuer in Yu-Gi-Oh! GX, als Jaden gegen Kagemaru gespielt hat. Dort konnte Hamon ganz normal durch den Effekt des Bubble Blasts zerstören. Bei den Götterkarten hätte das nicht funktioniert. Was ich einfach extrem schade finde, weil dann hätte man sie auch einfach nicht zu göttlichen Ungeheuern machen müssen. Im richtigen TCG hat nämlich auch jede dieser Karten eine andere Eigenschaft. Hamon ist eine Donnerkarte von Typ Licht, Uriah eine Pyrokarte von Typ Feuer und Raviel ist ein Unterwäldler mit dem Typ Dunkelheit. Interessanterweise sind zwar die heiligen Ungeheuer Gegenstücke zu den Götterkarten, doch haben irgendwie Uriah und Hamon ihre Elemente getauscht. Wo man Slifer so als den Herrn des Himmels und des Donners betrachten konnte, war halt Ra Herr der Götter und auch der Flammen, weil immerhin hat er auch den feurigen Phönix. Allerdings ist Uriah der Herr der reißenden Flammen und Hamon Herr des tosenden Donners. Also quasi getauschte Elemente. Und Obelisk und Raviel sind wahrscheinlich so was ähnliches wie die Herrscher der Dunkelheit, denke ich jetzt einfach mal. Doch, was diese Karten jedoch 1:1 mit den Götterkarten verbindet, ist, dass die Effekte im Anime schon besser sind, als was sie im echten TCG bekommen haben. Im Allgemeinen muss man allerdings trotzdem sagen, dass diese Karten zwar im Anime schlechter sind als die Götterkarten, weil sie halt nicht diese Schützereffekte haben, aber diese Karten sind an sich besser im echten TCG gewesen. Zumindest hat man mit diesen mehr experimentiert als mit den Götterkarten. Zum einen konnte man sie wesentlich leichter aufs Feld rufen und sie hatten auch bessere Supportkarten. Angefangen mit Uriah und das Interessante hierbei ist, dass man seinen Effekt sogar im Laufe der Serie abgeändert hat. Im Duell zwischen Jaden und Kagemaru konnte Uriah aufs Feld gerufen werden, wenn einfach drei Fallenkarten tributiert werden. Im echten TCG müssen das allerdings drei offene, permanente Fallenkarten sein. Und genauso bekommt Uriah im Anime für jede Fallenkarte im Friedhof 1000 Angriffspunkte, im echten TCG aber auch wieder nur für jede permanente Fallenkarte. Alleine dadurch merkt man ja schon, wie viel besser der Effekt im Anime ist. Man kann an der reinen Theorie einfach drei verdeckte Fallenkarten legen, diese direkt tributieren und sofort Uriah beschwören. Und dadurch hat er auch direkt 3000 Angriffs- und Verteidigungspunkte. Was natürlich hier dem Effekt von Slifer ähneln soll, dessen Angriffs- und Verteidigungspunkte sich nach den Handkarten des Spielers richten. Im echten TCG muss man allerdings erst drei permanente Fallenkarten setzen, die dann im nächsten Zug aktivieren, damit sie offen liegen und erst dann kann man diese tributieren. Dadurch kriegt man Uriah im echten TCG halt viel langsamer raus. Und das Interessante ist, dass man den Effekt von Uriah tatsächlich an den echten im TCG angepasst hat, allerdings erst nachdem Yubel diese Karte bekommen hat. Ab diesem Zeitpunkt musste man drei permanente Fallenkarten tributieren und auch nur permanente Fallenkarten haben Uriah mehr Angriffs- und Verteidigungspunkte gegeben. Außerdem kann man mit Uriah einmal pro Zug eine gesetzte Zauber- oder Fallenkarte des Gegners zerstören. Im ersten Duell zwischen Kagemaru und Jaden waren das allerdings nur gesetzte Fallenkarten, das heißt im echten TCG war das sogar ein besserer Effekt. Und ja, ab diesem Zeitpunkt konnte Uriah auch gesetzte Zauber- und Fallenkarten zerstören. Ich kann nicht genau sagen, woran das liegt,
liegt, weil Uriah auch die einzige Karte ist, wo der Effekt tatsächlich richtig abgeändert wurde. Aber ich finde das sehr interessant, weil Uriah dadurch teilweise besser, aber auch teilweise schlechter wurde. Aber Uriah hat im Anime noch eine ganz besondere Fähigkeit, welche nicht im echten Kartenspiel übernommen wurde. Im Anime ist es nämlich möglich, dass wenn Uriah zerstört wird, man eine Fallenkarte von seiner Hand auf den Friedhof legen kann, damit Uriah wieder aufs Feld beschworen wird. Wenn allerdings Uriah auf diese Weise aufs Feld beschworen wird, hat er nicht die Fähigkeit, die generischen Fallen und Zauberkarten zu zerstören, und er kann auch nicht angreifen, wenn noch ein anderes Monster auf dem Feld liegt. Das gilt allerdings nur für eine einzige Runde, das heißt, danach ist Uriah wieder eine extrem starke Karte. Dieser Effekt hat in meinen Augen Uriah ganz gut im echten Kartenspiel gemacht, weil dadurch wäre es jetzt auch nicht unglaublich broken gewesen. Nun kommen wir dann zu Harmon, die Karte, die so den kürzesten Effekt hat. Was ziemlich lustig ist, weil Ra die Karte ist, mit dessen Effekt du wahrscheinlich ein ganzes Buch füllen könntest. Harmon lässt sich beschwören, wenn man 3 Zauberkarten tributiert. Natürlich ist es im Anime wieder wesentlich einfacher, weil man da einfach nur 3 Zauberkarten tributieren muss. Im echten TCG müssen das allerdings 3 permanente Zauberkarten sein. Trotzdem ist Harmon wesentlich einfacher aufs Feld zu beschwören als Uriah, weil man auch einfach 3 permanente Zauberkarten direkt aktivieren kann und sie dann tributieren kann. Man muss sie nicht erst gesetzt haben. Zudem hat Harmon im Anime die Fähigkeit, dass wenn diese Karte im Verteidigungsmodus zerstört wird, man für den Rest der Runde keinen weiteren Schaden erhält. Weder Kampfschaden noch irgendwelchen Effektschaden. Und das war's auch schon mit den Unterschieden. So viel anders ist die Karte nicht vom echten TCG. Und die Ähnlichkeit zu Ra besteht darin, dass diese Karte dafür sorgt, dass 1000 Lebenspunkte gezahlt werden müssen. Bei Ra kann man 1000 Lebenspunkte zahlen, um ein gegnerisches Monster zu zerstören. Und Uriah sorgt dafür, dass der Gegner 1000 Lebenspunkte verliert, wenn diese Karte ein gegnerisches Monster zerstört. Das heißt, bei Ra muss man selber die Kosten zahlen und Harmon erlaubt es ein, dass der Gegner diese zahlen muss. Und zum Schluss haben wir einmal Raviel. Diese Karte ist im Allgemeinen noch am ähnlichsten zu den Götterkarten, weil um Raviel zu beschwören, muss man 3 Monster opfern. Halt genauso, wie es bei den Götterkarten der Fall war. Allerdings ist hier der Unterschied, dass genau wie bei allen anderen heiligen Ungeheuern, das als Spezialbeschwörung nicht als Normalbeschwörung zählt. Im Anime konnte man auch irgendwelche 3 Monster opfern. Im echten Kartenspiel müssen es allerdings 3 Unterweltler-Monster sein. Dadurch wird man natürlich extrem limitiert, in welchen Decks man Raviel überhaupt spielen kann. Zudem sagt der Effekt von Raviel, dass jedes Mal, wenn der Gegner ein Monster beschwört, man einen eigenen Token auf sein eigenes Feld spezial beschwören kann. Im Anime zählt dabei jede Beschwörung, im echten Kartenspiel müssen das allerdings Normalbeschwörungen sein. Und Raviel hat noch einen weiteren Effekt, bei dem er eigene Monster opfern muss, wobei man natürlich da am besten die Token nimmt. Und das ist halt sehr ähnlich zu Obelisk-Effekt, welcher auch eigene Monster opfern musste, um den Effekt zu aktivieren. Bei Raviel werden allerdings nicht die gegnerischen Monster zerstört, sondern nur der eigene Angriffswert gesteigert. Im Anime kann Raviel so viele Monster opfern, wie er möchte und bekommt für jede Karte 1000 Angriffspunkte dazu. Das heißt, wenn man 4 verschiedene Monster opfern kann, kriegt man ganze 4000 Angriffspunkte mehr und Raviel hat dann 8000 Angriffspunkte. Im echten Kartenspiel kann man allerdings nur ein Monster auf einmal opfern, wodurch Raviel einfach 1000 Punkte mehr bekommt, was in meinen Augen ehrlich gesagt ziemlich unnötig ist. Allerdings gibt es noch eine weitere Karte, die zu den heiligen Ungeheuern gehört. Und das ist die Fusion aus diesen Armeteil, das Chaos-Phantasma. Diese Karte stellt das Gegenstück zur vereinigten Form der Götterkarten, Horakti, der Schöpfer des Lichts, dar. Doch im Gegensatz zu Horakti wurde Armeteil wirklich im Anime gerufen und erschien nicht einfach nur und hat den Gegner besiegt. Diese Karte soll quasi die höchste Form der heiligen Ungeheuer darstellen. Im Anime muss diese Karte mit dem Effekt der Dimensionsfusionszerstörung gerufen werden. Doch im richtigen Kartenspiel muss man einfach nur alle 3 Monster auf dem Feld haben. Das hat beides sowohl Vor- wie auch Nachteile. Der Nachteil im Anime ist halt, dass man unbedingt diese Karte auf der Hand haben muss, um Armeteil zu rufen. Aber im echten Kartenspiel musst du auch erstmal alle 3 Monster auf dem Feld haben, um Armeteil beschwören zu können. Im Anime würde es an sich reichen, wenn man einfach alle Karten auf der Hand hat. Doch auch im richtigen Kartenspiel kann man durch die Dimensionsfusionszerstörung Armeteil rufen. Und es macht doch sehr viel Sinn, Armeteil mit dieser Karte zu rufen, weil man halt dadurch einen wesentlich besseren Effekt hat. Denn wenn Armeteil mithilfe der Zauberkarte gerufen wird, erhält man keinen Kampfschaden aus Kämpfen mit dieser und anderen Monsterkarten. Das ist in der Hinsicht gut, weil Armeteil eigentlich 0 Angriffspunkte hat. Der Effekt von Armeteil sagt allerdings, dass man im eigenen Zug 10.000 Angriffspunkte dazu bekommt. Damit kann man, wie gesagt, im eigenen Zug sehr viel anfangen. Im gegnerischen Zug ist die Karte einfach nur da. Das Interessante ist, dass durch das Wording im Anime eigentlich diese Karte 10.000 Schaden am gegnerischen Monster anrichtet. Das würde so viel bedeuten wie, wenn diese Karte ein gegnerisches Monster im Angriffsmuster stört, bekommt der Gegner 10.000 Lebenspunkte abgezogen und nicht einfach nur, dass die Karte 10.000 Angriffspunkte hat. Das könnte im echten Kartenspiel sogar hilfreicher sein, wenn man denkt, dass man im echten Kartenspiel 8.000 Lebenspunkte hat und wenn der Gegner halt ein Monster mit mehr als 2.000 Angriffspunkte liegen hat und man darüber angreift,
hätte der Gegner trotzdem verloren. Ich würde aber jetzt einfach mal allgemein sagen, dass es jetzt keinen so großen Unterschied macht. Die Ähnlichkeit von diesem Effekt zu dem von Horakti ist, dass Horaktis Effekt dafür sorgt, dass wenn man diese Karte spielt, man automatisch das Duell gewinnt. Und die 10.000 Angriffspunkte sollen halt zeigen, dass diese Karte extrem mächtig ist und dass auch wenn man diese Karte beschwört, man auch damit quasi direkt das Duell beenden kann. Nur hat man dadurch halt nicht automatisch gewonnen. Doch diese Karte hat im Anime noch einen weiteren Effekt. Und zwar kann man während seiner eigenen Main Phase die Kontrolle des Monsters bis zur End Phase an die des Gegners abgeben. Und wenn man das tut, werden während der End Phase alle Monster des Gegners verbannt. Diesen Effekt hat Jubel zum Beispiel benutzt, um im Anime Adrian Gecko zu besiegen. Die Heiligen-Ungeheuer waren ein Versuch, die ägyptischen Götterkarten zu modernisieren. Und man muss sagen, dass auch diese einen gewissen Kultstatus erreicht haben. Doch ob diese besser sind als die Götterkarten oder sie am Ende doch einfach nur die Phantome dieser bleiben, muss jeder für sich selbst entscheiden.